Und zwar geht es darum, dass die Mahnwache in Hannover ein Projekt gestartet hat. Und zwar das Mahnwachen-Helfen-Projekt. Da geht es darum, dass wir den Kindern und den Mitmenschen, den Zivilisten in der Ostukraine, Spenden überbringen. Und zwar ist geplant, oder ist eigentlich schon ziemlich fixiert, ein Hilfsgütertransport, der aus mehreren LKWs besteht. Es gibt mehrere Sammelstellen in Deutschland bereits, ich glaube 4 Stück, und auch eine in Österreich, in Klagenfurt derweil. Wir sind auch auf der Suche nach einer Sammelstelle in Wien, also wenn da wer Vorschläge hat, einen Lagerplatz zur Verfügung stellen könnte, wäre das top. Das Ganze funktioniert in Zusammenarbeit, in Kooperation mit dem Hilfswerk Osteuropa-Hilfe. Die haben langjährige Erfahrung mit Hilfsgütertransporten in den Osten Europas. Die gibt es seit mittlerweile 1993. Die übernehmen die komplette Logistik. Das heißt, die einzige Arbeit, die wir haben, ist Sachen sammeln, lagern und übergeben. Das Ganze sollte stehen bis circa Mitte Oktober, da fahren die LKWs dann los. Das Tolle an der Sache ist, dass wir auch ein Team mitschicken können in die Ukraine von der Mahnwache, zwar wahrscheinlich kein österreichisches, aber die Deutschen fahren mit und werden das auch protokollieren, eine Videodoku machen, sodass das auch transparent abläuft. Wen wollen wir genau helfen? Es geht in erster Linie um die Flüchtlingskinder in der Ukraine. Das heißt, beim ersten Hilfskonvoi werden wir uns spezialisieren auf Spielzeug und Winterkleidung, bitte. Und zwar nicht nur Winterkleidung für Kinder, sondern natürlich auch für Erwachsene. Das Wichtige wäre, dass es gibt leider eine EU-Regelung, dass die Sachen ziemlich neuwertig sein müssen. Vor allem das Spielzeug sollte in gutem Zustand sein. Ich meine, schmutzig wird nichts machen, aber zerstört sollte es bitte nicht sein. Der Hilfskonvoi setzt sich im Oktober in Bewegung und wird nach Kremetschnuk fahren. Das ist 100 Kilometer entfernt zur Donbass-Region. Wir haben 250.000 Einwohner und mittlerweile über 100.000 Flüchtlinge. Die Situation dort ist nicht gut, sehr schlecht. Spenden, bitte Spielzeug und Winterkleidung. Geldspenden werden auch benötigt, um das zu bezahlen. Ist aber eher nachrangig. Wichtig sind die Materialien. Und ich bitte jeden, der Interesse hat, da mitzumachen, dass er sich entweder bei mir oder der Organisation meldet. Ich stehe jetzt auch noch kurz da für ein paar Infoseiten. Da gibt es ein paar Links. Die Mahnwachen helfen Seite, da gibt es ein eigenes Forum. Die Osteuropa-Hilfe-Seite ist alles sehr interessant. Und ich bitte um Unterstützung, weil alleine werden wir das nicht schaffen. Ich denke, es ist ein wichtiges Projekt, um den Kindern in der Ukraine helfen zu können. Danke. Ja, hi, mein Name ist Nino. Und ich habe die Idee gehabt, man muss irgendwie ein bisschen Werbung für das machen, weil ich finde, für eine 2-Millionen-Stadt wie Wien sind wir immer noch zu wenig Leute hier, um auszudrücken, was wir eigentlich wollen. Und solange wir nicht mehr Werbung machen, und werden wir auch nicht mehr Leute. Und deswegen hatte ich die Idee, ich habe eine Art Zeitungsausdruck gemacht. Das habe ich selber gestaltet. Und ich habe mir eine Idee gehabt, wenn sich ein paar Leute dafür bereit erklären, dass auszudrucken zu Hause, 5 bis 10 oder 20 Stück, und wenn das ein paar machen, werden es auch ganz schnell mehr Blätter, und das bei Leuten verteilen, wie zum Beispiel in eine Häute reinlegen oder einen Briefkasten verteilen, dann könnten wir bestimmt noch ein paar Leute hierher locken, die noch nichts davon gehört haben, aber gerne bei sowas mitmachen wollen. Und deswegen mal die Frage, wer hat alles einen Drucker zu Hause? Und wer hat Lust, 30 Minuten und vielleicht mal 30 Blatt Papier und ein bisschen Printer zu investieren, um das publik zu machen, dass wir hier jeden Monat Montag sitzen. Und deswegen mein Aufruf wäre,
kommt alle zu mir, die Lust haben, das zu verteilen, gebt mir die E-Mail-Adressen und ich kann das per PDF an euch weiterleiten. Und dann machen wir ein bisschen Werbung für uns und werden sicher mehr Leute, wie wir jetzt da sind, und können auch irgendwann mal uns selber in der Heute sehen. Das wäre eigentlich mal ein Aufruf. Danke. Also ich möchte kurz ankündigen, wir von der Universität für angewandte Kunst, genauer gesagt dem Projekt Discover Peace in Europe, feiern den Sonntag, der 21. September. Das ist der Weltfriedenstag, der internationale Weltfriedenstag der UNO. Und den feiern wir in Form von einer Friedensbeam, die Wiener Linien zur Verfügung stellen. Die Friedensbeam ist eine Straßenbahn, die fährt 4 Stunden den Ring entlang, vom Schottentor über Schottenring, Stubenring, Dr. Karl-Renner-Ring und der Oper. Man kann ein- und aussteigen, wie man will. Es ist gratis. Darin findet Musik, Performances, Kunst, Reden, alles Mögliche statt. Und dazu möchte ich euch herzlich einladen. Danke. Als erstes danke für die Möglichkeit, dass das hier stattfindet, dass ihr da sprechen kann, dass ich jetzt auch euch einladen darf zum One Festival. Das One Festival findet vom 25. bis 28. September statt in einem Gemeinschaftsgarten in Wien. Und es geht darum, gemeinsam die Umwelt zu gestalten und Träume zu realisieren und den Frieden in uns zu zelebrieren. Es wird tagsüber Workshops geben, jeder kann sein Wissen teilen in Form von Workshops, und am Abend wird gefeiert mit Bands, es gibt eine Volksküche. Alle, die Kinder haben, können auch mit Kindern kommen. Es gibt einen Kinderspace. Und ja, es geht darum, zu feiern, zu träumen, zu planen und zu handeln, gemeinsam aktiv zu sein. Fühlt euch herzlich eingeladen. Und jeder, der Interesse hat und noch keinen Flyer hat, es gibt noch ganz viele. Danke für die Aufmerksamkeit und einen schönen Abend noch. Hallo nochmal. Leider eine Kleinigkeit vergessen, die ist relativ wichtig, und zwar, wo kommen die Spenden überhaupt hin? Es ist auch möglich, am Montag kleine Spenden hierher zu bringen, die nehmen wir mit und bringen ins Lager. Wenn jemand die Möglichkeit hat, größere Spenden zu bringen, oder dann bitte mich kontaktieren im Facebook Graf Gerold oder unter meiner E-Mail-Adresse, die bekommt ihr auch da. Dann treffen wir sich unter der Woche und ich hole das ab mit dem Auto und bringe es so ins Lager. Ja, das war's schon wieder. Danke! Ihr sitzt gemütlich, ich möchte auch gemütlich sitzen. Also, wir haben heute schon sehr viele Einladungen gehört zu Selbsthilfegruppen, zum One-Festival, zu Peace Tram, zu Lange nach dem Museum. Ich hoffe, ihr habt noch ein bisschen Speicherplatz für Einladungen, denn ich möchte nur noch eine dranhängen. Und zwar, also die Friedensbeam, die Peace Tram, die am kommenden Sonntag hier am Wiener Ring ihre Runden drehen wird, des 21. September. Und an diesem Tag wird es sehr viele Veranstaltungen, sehr viele Events geben, sowohl regional als auch global. Und eines davon wird sein eine weltweite Meditation. Also dieser Weltfriedenstag ist auch ein Meditationstag, wo auf der ganzen Welt sich Leute versammeln, in sehr vielen Städten und unter anderem auch in Wien, um einfach den Weltfrieden, diese Idee und dieses Ziel mit Gedankenenergie und mit Herzenergie zu stärken, zu unterstützen. Und ja, es ist, die Meinungen dazu sind sicher unterschiedlich, ob das einen Sinn macht, für den Frieden zu meditieren, ob das was bringt oder ob das gar nichts bringt. Meiner Sicht der Dinge ist schon, dass es sehr viel bringt, dass einfach wir alle in Wahrheit enorm, dass wir alle eigentlich unglaublich mächtig sind, dass wir die 99% sind, dass die ganze Kraft eigentlich bei uns liegt. Also
die wirkliche Macht liegt nicht irgendwo in Brüssel oder auf der Wall Street, sondern die ist hier bei uns. Hier bei uns, so wie wir hier sitzen, bei uns in unseren Herzen. Und wir entscheiden, wie es weitergeht in dieser Welt. Also dadurch, dass wie wir leben, wie unser Lebensstil ausschaut, was wir essen, wie wir unseren Urlaub verbringen, wie wir reisen, einfach durch alle Facetten unseres Lebens, das hat eine große Auswirkung, finde ich. Und nicht zuletzt auch das, was wir denken und was wir fühlen, weil ich total davon überzeugt bin, alles, was du tust, denkst oder fühlst, dass das eine Auswirkung auf mich hat und umgekehrt genauso. Das ist einfach meiner Sicht der Dinge und viele Leute sehen das auch. Und wenn eine große Gruppe an Menschen sich auf etwas konzentriert und etwas denkt oder ihre Herzenergie auf etwas richtet, dass das dann Ereignisse und Menschen nah und fern beeinflusst, sehr real. Und zu diesem Zweck werden wir uns am kommenden Sonntag da hinten im Wiener Volksgarten zum Meditieren treffen. Also um 19 Uhr wollen wir anfangen, zeitgleich mit sehr vielen anderen Gruppen in anderen Ländern. Und wir treffen uns eine Viertelstunde vorher ein bisschen zum Koordinieren, das heißt, das ist dann 6:45. Und wir wollen ca. 30, 40 Minuten stille Meditation verbringen und dann schauen wir, wie es weitergeht, vielleicht ein bisschen ins Akustische mit Klangschalen, mit Tönen, je nachdem, wie die Stimmung sein wird. Wir hoffen auf gutes Wetter und wir hoffen auf, ihr seid alle herzlich dazu eingeladen. Das Ganze gibt es auch auf Facebook. Wenn ihr eingibt auf Facebook Meditation und Volksgarten, dann seid ihr schon bei dem Event. Ja, also eine herzliche Einladung.